Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft, er hoppelt. Heute schon wieder der nächste Tag der Challenge. Ich blende es euch gerade direkt wieder ein. Es geht darum, innerhalb von 10 Minuten eine Weihnachtskarte zu basteln. Heute ist der vierte Tag, glaube ich. Dann würde ich jetzt mal sagen, fangen wir direkt an, ohne jetzt hier großartig noch rumzuerzählen. Ich habe mir einen schwarzen Kartenrolling bereitgelegt, habe mir eine Mattung in so einem hellblau bereitgelegt und das hier ist Aquarellpapier in schwarz, denn wir werden mit Wasserfarben mal wieder malen. Gut, dann auf die Plätze, fertig und los! Ihr Lieben, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Variante, die ich bislang so vorgebracht habe. Also ich glaube, hier hätte ich auf jeden Fall die Farben noch ein bisschen mehr schütteln müssen. Es war auch wirklich total unschlau, die Nuvo-Drops natürlich drauf zu machen, bevor ich das alles aufgeklebt habe. Auch der Spruch, der ist zwar wunderschön, aber ich finde, Erst dadurch, dass er so schön fein ist, ist es ein bisschen schwierig zu sehen. Und jetzt bin ich auch noch, weil ich so ein kleiner Horst bin, auch noch mit dem, mit dem Metallic-Liner nochmal direkt über die Schrift gegangen. War nicht so schlau. Ja, und dann halt natürlich, ich hatte mich entschieden jetzt im Hintergrund, weil ich es einfach nochmal so ein bisschen rauspoppen lassen wollte, dass ich halt diese Metallic-Farbe genommen habe. Aber ja, Metallic-Farben mischen sich halt nicht so wirklich so schön. Also nicht so, wie man das halt so klassisch von den Wasserfarben halt her kennt. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee immer noch ganz niedlich. Man braucht nicht wirklich viel und das geht halt wirklich. Das ist hier so Last Minute quasi. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt noch ordentlich trocknen. Dann klebe ich das hoffentlich nochmal richtig fest, indem ich dann halt was drauflege, um das Ganze zu beschweren. Ja, und dann würde ich sagen, diesmal nicht mit der schönsten Karte, aber immerhin im Zeitlimit. Und ich denke, man kann sie trotzdem verschenken. Man könnte ja jetzt, ich hätte ja noch 30 Sekunden. Man könnte noch so ein paar Feinheiten halt hier reinzeichnen. Aber das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Dann
wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Bis bald. Ciao.